Computer aufzeichnen und dann läuft das. Sie kriegen ein Hinweisschild. Ja, und dann würde ich ganz gerne ganz herzlich den Benedikt Engelbert begrüßen. Er ist bei der Firma Miele in Gütersloh, hat auch einen Hintergrund an der Hochschule Osnabrück, hat bei uns mal von 2005 bis 2007 sowohl das Diplomstudium der Innerinformatik als auch das Masterstudium in der Informatik gemacht. Das heißt, vielleicht auch für die Studierenden hier in dieser Runde. Das ist sozusagen einer unserer Absolventen, hat dann von 2012 bis 2017 promoviert und ist seit 2017 in der Industrie tätig. Ich vermute, er hat gleich auch noch mal eine Einführungsfolie von sich selbst. Ich freue mich ganz herzlich auf deinen oder außerordentlich auf deinen Vortrag, Benedikt, weil ich weiß, dass du nicht sehr schön vortragen kannst, sehr anschaulich, und bin ganz gespannt, was du uns denn zu diesem ja doch irgendwie gerade sehr gehypten Thema künstliche Intelligenz und was Algorithmen dafür eine Rolle spielen, was du uns dazu sagst. Du hast die Möglichkeit, jetzt gleich deinen Bildschirm zu teilen, das müsste eigentlich klappen. Und dann würde ich dir einfach das Wort erteilen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Test, Test 1, 2, die Verbindung nach Osnabrück funktioniert, hoffe ich. Ja? Ja, sehr gut. Perfekt. So, und den Bildschirm sieht man jetzt auch. Das heißt, die erste Folie sieht man auch. Also erstmal 25 € Mensa-Gutschein würde ich vielleicht sogar auch noch mitmachen. Ne? nee, kleiner Spaß natürlich. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Benedikt Engelbert. Das hat Carsten schon gesagt. Ich finde es auch spannend, dass so viele dann doch bekannte Gesichter auch mit dabei sind. Also ich glaube, es ist auch wirklich ein spannendes Thema. Es ist ein gehyptes Thema, das muss man einfach sagen. Künstliche Intelligenz steht überall drauf, steckt überall drin. Ob das nachher aber auch so wirklich gut ist, das werden wir uns jetzt im Verlauf des Vortrags auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Algorithmen versus Intelligenz. Vielleicht noch mal so zwei, drei Worte dazu, warum ich auf das Thema gekommen bin. Ich finde, künstliche Intelligenz spielt nicht nur immer eine Rolle in Fachblättern oder in Fachmagazinen, sondern auch so die Populärmedien, die stürzen sich jetzt im Grunde auf den Begriff künstliche Intelligenz. Und was mir da allzu häufig vorkommt oder was relativ häufig passiert, wie ich finde, ist, dass so Algorithmen und künstliche Intelligenz so in einem Satz benutzt wird, ohne das genauer zu differenzieren. Dann wird manchmal auch so ein bisschen suggeriert, naja, Algorithmen, das ist ja künstliche Intelligenz. Ja, ein Stück weit hat das natürlich miteinander zu tun oder auch sogar sehr viel. Das werden wir jetzt eben gleich auch genauer sehen. Und ich finde das für Laien auch völlig in Ordnung, wenn die sich im Grunde gar nicht so sehr mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigen, sondern vielleicht auch so einfach Algorithmen irgendwie so als Oberbegriff verwenden. Aber ihr jetzt als angehende Informatiker oder Informatikerin, ich glaube, da tut das schon gut, sich mit dem Thema einfach mal ein bisschen zu befassen und das auch einfach nochmal so ein bisschen differenzierter zu betrachten. Und genau deswegen möchte ich dir heute mal ein bisschen was zu erzählen. Das ist jetzt nochmal eine Zusammenfassung, das kann man sich im Nachgang dann nochmal durchlesen, aber das habe ich jetzt auf der Tonspur im Grunde schon mitgegeben. Und Carsten hatte natürlich recht, ich habe nur nochmal eine kurze Folie mitgebracht, was ich vorher so gemacht habe, warum. Ich finde das auch immer wichtig, wenn jemand Fremdes irgendwie eine Vorlesung kommt oder generell einen Vortrag hält, dass man dann auch kurz so ein bisschen weiß, wo er herkommt und was er so gemacht hat. Dann schenkt man dem vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen, weiß ich nicht, mal gucken. Also genau. Ich bin Informatiker von Hause aus, habe in Osnabrück studiert. Ich war dann lange Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Osnabrück, habe dann promoviert und seit 2017 bin ich in der Industrie, bin bei BMW in München gestartet als Neudeutsch Data Scientist und Product Owner, Schrägstrich Projektleiter. Was ein Data Scientist ist, das hören wir gleich auch noch. Vor allem war ich unterwegs in der Domäne autonomes Fahren und Hardware Verification. Wem Hardware Verification jetzt nichts sagt, das sind vor allem Prüfstandssysteme, mit denen ich mich beschäftigt habe, Dauerlauf, Prüfstände, und da habe ich mich halt eben auch mit datengetriebenen Fragestellungen auseinandergesetzt. So, und seit 2021 bin ich bei Miele in Gütersloh eben auch als Data Scientist, Product Owner, Projektleiter. Das kann man so in einem Schwung im Grunde so sagen. Und jetzt aber in der Domäne Smart Home und AI Applications oder vielmehr AI Applications für Smart Home. Was das genau bedeutet, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ein Disclaimer vorab. Ja, ich bin jetzt von der Firma Miele oder ich arbeite aktuell bei der Firma Miele. Das ist vollkommen richtig. Das soll jetzt aber keine Werbeveranstaltung werden. Ja, also ich bin hier als Datenexperte, so würde ich es mal formulieren. Und genauso möchte ich das im Grunde auch aufziehen. Ich habe zwar gleich ein Beispiel mitgebracht, was ich so mache, aber das soll halt eben nicht der Hauptkontext sein.
Vielleicht erstmal so zum Thema Data Science, weil ich bin Data Scientist, so als Berufsbezeichnung. Und Data Science ist halt eben besteht im Grunde aus unterschiedlichen Fachbereichen, wenn man so möchte, oder Fachrichtungen, einmal Informatik, Mathematik und Domain-Expertise. Bei der Domain-Expertise handelt es sich im Grunde immer so um die Anwendungsdomäne. In meinem Fall wäre das jetzt beispielsweise dann Smart Home. Und wenn man diese Fachbereiche übereinander legt, im Grunde, dann gibt es unterschiedliche Teilzweige, mit denen man sich so beschäftigt. Statistische Exploration beispielsweise, Machine Learning, was eben auch so ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz ist, dazu gleich auch noch mehr, und dann ganz viel so Data Processing, also Datenaufbereitung. Und wenn man das im Grunde so alles zusammenwirft, dann kommt man auf den Begriff Data Science, weil das sind alles so, das ist alles so Handwerkszeug, was man braucht, um im Grunde so datengetriebene Problemstellungen zu lösen. Und wenn man es genau nimmt, dann bin ich vor allem vermutlich so jemand, der datengetriebene Probleme bewertet und in Business Cases übersetzt. Also das heißt, ich gucke im Grunde anhand von Daten, was können wir damit machen, wie können wir das bei uns im Unternehmen verankern und wie kann das nachher dann auch wirklich funktionieren. Und damit man auch mal sieht, was ich jetzt aktuell gerade mache, das ist, wie gesagt, aber das einzige Beispiel, was ich mitgebracht habe aus Miele-Sicht. Das ist unser System Smart Food ID. Smart Food ID, das ist im Grunde ein digitales Feature, wenn man so möchte, benötigt aber eine Hardware als Counterpart quasi, und das ist in dem Fall ein Backofen, und in dem Backofen ist eine Kamera verbaut. Sobald sich bei dem Backofen die Tür öffnet und man Gargut hineinschiebt, dann wird im Grunde ein Foto gemacht, das wird dann automatisch ausgewertet, eine KI bewertet im Grunde, was auf dem Foto zu sehen ist. Und anschließend wird dann ein Automatikprogramm gestartet, sodass sich im Grunde der Kunde dann nicht mehr groß darum kümmern kann, was muss ich tun, wie lange muss ich das Gargut backen und so weiter und so fort. Also das heißt, wir versuchen im Grunde so unsere Haushaltsgeräte ein Stück weit smarter, ein bisschen intelligenter zu machen, dem Nutzer am Ende halt einfach auch ein bisschen Last in Anführungsstrichen abzunehmen. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil Last abnehmen, viele kochen ja auch im Grunde gerne. Da geht es aber halt eben einfach darum, um so Kleinigkeiten dann im Grunde zu unterstützen und so einfach convenient zu handeln, wenn man möchte, wenn man das so sagen möchte. So genau, und was verbirgt sich dahinter? Wir sehen gleich auch, warum ich das Bild jetzt hier nochmal auf der Flugebene zeige oder eher auf so einer technischen Ebene zeige. Also wir machen im Grunde ein Foto im Ofen, wir schicken das Foto an die Cloud-Infrastruktur. Eine KI bewertet dann da das Bild, leitet eine Inferenz ab, also eine Information ab, was ist auf dem Bild jetzt tatsächlich zu sehen, und gibt diese Information zurück an den Ofen, um dann im Grunde die Möglichkeit zu eröffnen, ein Automatikprogramm zu starten. So. Das zeige ich deshalb, weil hier sieht man jetzt auch nochmal relativ genau, wo sich jetzt die unterschiedlichen Fachdomänen im Grunde eingliedern. Informatik haben wir überall, wir haben Schnittstellen, wir haben Datenproblematiken, die wir lösen müssen, also das heißt dekodieren, enkodieren und so weiter. Das ist natürlich alles Informatik, mit Daten umgehen, das ist nun mal einfach eben ja, programmieren, was man da auch ein Stück weit machen muss. Ganz hinten und vorne in der Kette, also beim Ofen und bei der KI, da ist im Grunde die Domain-Expertise ganz, ganz wichtig. Warum? Naja, auf der einen Seite müssen wir natürlich verstehen, was in dem Ofen so erzeugt wird, was da überhaupt so vor sich geht, was da überhaupt für Bilddaten theoretisch kommen können, wie sind die zum Beispiel ausgeleuchtet, solche Sachen sind halt eben ganz, ganz wichtig. Und wir müssen natürlich nachher die KI auch so anlernen im Grunde, dass dann relativ klar ist, was auch zurückkommen muss. Also das heißt, da ist viel Domain-Expertise oder Anwendungsexpertise, wenn man so möchte, erforderlich. Naja, und KI ist im Grunde alles zusammen ein Stück weit. Ne? Also das ist auch ein bisschen Informatik, auch wenn das da oben rechts jetzt nicht so richtig gut abgebildet ist. Aber das ist einmal Informatik, weil man eben auch programmieren muss, man muss mit Daten umgehen können. Das sind mathematische Modelle und das ist halt ganz viel Domain-Expertise. Und wir wollen uns vor allem, und deswegen habe ich das jetzt eben auch einmal mitgebracht, vor allem diesen hinteren Bereich angucken. Also alles, was jetzt vorne passiert, das blenden wir so ein bisschen aus und wir gucken uns jetzt vor allem diesen Zweig KI an.
So, KI müssen wir vielleicht auch mal einmal definieren. Das finde ich auch immer irgendwie ganz wichtig. Und ich habe ganz viele Definitionen mitgebracht, aber keine Sorge, das müssen wir uns jetzt nicht alles ganz genau durchlesen, sondern ich finde im Grunde immer wichtig, wo sind denn jetzt diese Überlappungen? Wo sind im Grunde ähnliche Informationen in diesen Definitionen drin, um dann so ein einheitliches Bild im Grunde auch für sich generieren zu können? Und man sieht das relativ schnell. Ich habe das, wie gesagt, hier gehighlightet. Es geht vor allem um Computersysteme, es geht um digitale Systeme, es geht um Maschinen, die man intelligenter machen möchte, die eigenständig Aufgaben durchführen soll und das vor allem auf Basis von Informationen. So würde ich das im Grunde erstmal stehen lassen, so würde ich versuchen, mich dem Thema so ein Stück weit zu nähern. Also das heißt, digitale Systeme sollen eigenständig Aktionen durchführen, sollen eigenständig Daten und Informationen bewerten und auf der Grundlage dann halt eine bestimmte Aktion durchführen. Genau. Es gibt unterschiedliche Ausbaustufen von KI und ich gehe jetzt im Grunde noch mal so ein bisschen weiter durch so eine Reihe von Definitionen, weil dann merkt man auch einfach so ein bisschen, was sich hinter dem Begriff tatsächlich verbirgt. Es gibt verschiedene Ausbaustufen von künstlicher Intelligenz. Es gibt Narrow AI, das ist im Grunde immer dafür da, dass eine bestimmte Aufgabe durchgeführt werden kann von so einer KI. Dann gibt es General AI, das ist im Grunde dem Menschen schon sehr stark nachempfunden, das im Grunde sehr eigenständig agiert werden kann. Das heißt, auch wo mitgedacht wird, wo vielleicht auch, ja, eigenständig gelaufen, gegriffen werden kann. Ja, das könnte man so in den Bereich General AI packen und Super AI, das geht dann im Grunde ein Stück weit darüber hinaus. Also das heißt, wo vielleicht sogar Maschinen eigenständig anfangen zu denken, das würde ich schon so ein bisschen so in die Richtung bringen. Aber, und das ist ganz wichtig zu sagen, wir sind halt irgendwie ganz weit hier vorne. Also das heißt, was wir jetzt aktuell immer versuchen ist, dass wir vor allem Maschinen dazu befähigen, einzelne Aktivitäten, einzelne Aufgaben durchzuführen. Das ist wichtig zu verstehen, weil auch der mediale Einfluss trägt so ein bisschen dazu bei, dass man vor Augen hat, Roboter, die können laufen, die können Kaffee kochen, die können, ich weiß nicht, was machen, die können Menschen pflegen. Science-Fiction-Filme suggerieren natürlich auch so ein bisschen oder denken oder tragen dazu bei, dass man vielleicht so diesen Gedanken so ein bisschen mitträgt, dass Maschinen eigenständig anfangen können zu denken und so weiter. Das ist aber aktuell einfach nicht der Fall. Also vor allem wir in der Industrie, und da spreche ich, glaube ich, für ganz viele Kollegen mit und auch für ganz viele andere Firmen mit. Wir bewegen uns vor allem in diesem Bereich. Wir wollen einzelne Aufgaben lösen. Wir wollen Maschinen dazu befähigen, einzelne Aufgaben zu machen oder durchführen zu können. Genau. Das Bild habe ich jetzt nochmal mitgebracht, weil unter AI, das ist jetzt die englische Abkürzung hier, also unter KI oder mit dem Begriff KI, verbindet man schnell auch viele andere Begriffe, die man auch mal so aufgeschnappt hat, die man häufig liest, unter anderem Machine Learning und auch Deep Learning. So, man muss jetzt im Grunde verstehen, dass KI eigentlich ein Oberbegriff ist für ganz viel mehr. Und da ist Machine Learning im Grunde nur so ein Abzweig, den man nehmen kann. Und Machine Learning nutzt man aus meiner Sicht immer dann, wenn man vor allem Maschinen dazu befähigen möchte, einzelne Aufgaben hier durchzuführen. Das ist im Grunde hier auch so ein bisschen angedeutet, so ein Spam-Filter, das ist so ein klassisches Beispiel für so ein maschinelles Verfahren, was eine Maschine eigenständig durchführen kann. Genau da würde ich diesen Bereich Machine Learning halt eben immer sehen. Und Deep Learning ist dann im Grunde einfach wieder eine weitere Methodik von Machine Learning. Und da merkt man im Grunde auch schon, wie komplex dieses Feld ist. Also es gibt unglaublich viele Begrifflichkeiten, es gibt unglaublich viel, was man verstehen muss, damit man am Ende auch diese Technologien richtig einordnen kann. Und da versuche ich halt, wie gesagt, ein bisschen zu helfen auf sehr hoher Flugebene. Ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, sonst wird es auch ein bisschen zu viel des Guten. Es soll jetzt im Grunde auch nur einen ersten kleinen Überblick geben. Genau. Unter Artificial Intelligence verbirgt sich aber noch viel, viel mehr. Sorry, künstliche Intelligenz, ich werfe es manchmal ein bisschen durcheinander, die englische Begrifflichkeit. Unter künstliche Intelligenz verbirgt sich halt noch viel mehr. Das ist nicht nur Technologie, das ist halt auch manchmal so Themen, die sich zum Beispiel um Ethik drehen. Es gibt Themen, die eher so auf konzeptioneller Ebene sind. Und man sieht ja im Grunde auch 1950, da waren Computer eigentlich noch gar nicht so groß, noch gar nicht vorhanden zum Teil, zumindest nicht in der Form, wie wir das jetzt heute kennen.
Aber da ist zum Beispiel das Stichwort Alan Turing, Imitation Game, der im Grunde versucht hat oder ein Konzept vorgestellt hat, wie man denn den Menschen von einer Maschine unterscheiden kann anhand von unterschiedlichen Fragen, die man sich gegenseitig stellt. Und das ist halt vielmehr so ein Konzept gewesen. Und diese Konzepte gibt es heute natürlich auch noch, vor allem jetzt dann auch für die Bereiche General AI, Super AI. Das verbirgt sich eben auch alles darunter. Also es ist nicht immer alles Technologie und Algorithmen, sondern es ist halt eben auch viel auf konzeptioneller Ebene. Das muss man verstehen. Ich verspreche, das ist jetzt die letzte Folie, wo ich weitere Begrifflichkeiten hiermit aufführe. Aber das muss leider sein, um diesen Kreis oder diesen Themenbereich wirklich vollumfänglich verstehen zu können, glaube ich. Ich versuche es auch relativ einfach zu halten. Also Machine Learning, das hat mir jetzt im Grunde auch schon festgehalten, ist im Grunde eine Untergruppe von Technologien aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Und Machine Learning selbst untergliedert sich halt wieder in verschiedene Fachdomänen, wenn man so möchte, oder in verschiedene Methodiken vielmehr, wenn man so möchte. Einmal das Supervised Learning, Unsupervised Learning und Reinforcement Learning. Supervised Learning ist genau das, was ich im Grunde gerade auch schon immer so ein bisschen angeteasert habe. Da geht es darum, einen bestimmten Sachverhalt zu lösen, eine bestimmte Problemstellung zu lösen. Beim Unsupervised Learning geht es vielmehr darum, Insights zu generieren, Daten so miteinander zu verknüpfen, dass man am Ende wieder neue Informationen rausbekommt. Und beim Reinforcement Learning, da geht es im Grunde darum, dass man Maschinen dazu befähigt oder generell vielleicht digitale Systeme dazu befähigt, eigenständig sich weiterzuentwickeln. Aber jetzt nicht im Sinne von Super AI beispielsweise. Und ich denke jetzt, das fällt hier nochmal ein bisschen weiter auf. Da geht es zum Beispiel um sowas wie Spiele. Das heißt, dass eine bestimmte Vorgabe da ist, was es für Spielregeln gibt, und die Maschine kann eigenständig mit diesen Regeln im Grunde umgehen und sich eigenständig daran so neue Züge quasi überlegen oder neue sich selbst ein Stück weit in dieses Spiel mit einfinden, wenn man so möchte. Dadurch, dass man zum Beispiel bestraft wird, weil man einen falschen Zug gemacht hat oder weil man halt eben was gut gemacht hat und auf Grundlage dessen dann halt zum Beispiel Punkte bekommt oder sowas. Ne? Das ist so dieser Bereich Reinforcement Learning. Jetzt machen wir die Schleife wieder so ein bisschen zurück. Unsupervised Learning, da hatte ich schon gesagt, es geht viel um Visualisierung. Es geht um Daten komprimieren, so zu verknüpfen, dass man neue Informationen erhält, zum Beispiel so dieses Customer Segmentation, das ist ein Klassiker, dass man versucht, Benutzergruppen zusammenzufassen. Und Supervised Learning, da geht es wie gesagt immer darum, bestimmte Aufgaben durchzuführen, und das unterteilt sich in Regression und Klassifikation. Das kann man zumindest ganz grob so machen. Regression, da geht es immer darum, Vorhersagen zu machen, und Klassifikation, da geht es halt eben um zum Beispiel Daten in eine bestimmte Klasse einordnen zu können, wie zum Beispiel Bilddaten. So, und das wollen wir uns jetzt eben nicht nur so auf theoretischer Ebene angucken, sondern wir wollen jetzt im Grunde auch mal gucken, wie entsteht denn so eine KI überhaupt? Ja? Wie kommen wir denn zu so einem KI-Modell? Weil ein KI-Modell ist im Grunde immer das, was nachher rauskommt, und das KI-Modell ist im Grunde das, was nachher diese Aufgabe tatsächlich durchführen kann, beziehungsweise das KI-Modell ist dafür verantwortlich, dass es dann künstliche Intelligenz gibt, quasi, dass die Maschine ein Stück weit intelligenter wird. Also wie entsteht KI aus Daten? Aus Daten versuchen wir im Grunde so ein KI-Modell zu erzeugen. Und ich habe jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel erstmal mitgebracht. Das wird gleich noch ein bisschen komplexer, aber nur um mal so ein bisschen zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Man sieht hier den amerikanischen Arbeitsmarkt, wenn man so möchte. Man sieht die Arbeitsjahre als Erfahrung aufgelistet auf der X-Achse und das Gehalt, was man entsprechend bekommt, auf der Y-Achse. Und da sieht man halt eben diesen Zusammenhang zwischen Erfahrung und Gehalt. So, und die Idee von so einem KI-Modell könnte jetzt sein, eine Vorhersage zu machen für eine neue Person beispielsweise, die wissen möchte, hey, ich habe 20 Jahre gearbeitet, was für ein Gehalt schwebt mir denn so, oder was würde ich realistischerweise bekommen? Da bewegen wir uns jetzt, wie gesagt, im Bereich der Regression, das heißt, wir wollen das Vorhersagen aus Daten, wenn man so möchte, und das einfachste Beispiel oder der naivste Ansatz wäre im Grunde, man könnte da jetzt einfach so eine Gerade reinlegen und sagen, anhand dieser Gerade kann ich eine Vorhersage machen. Also das heißt, bei 20 Jahren wären das dann ungefähr $150.000. Achtung, das ist hier Dollar und nicht Euro.
Und ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Diese Gerade, die man im Grunde dann, diese Geradengleichung, die man lösen würde, da würde man dann Werte einsetzen und nachher dann eben diese Vorhersage bei rausbekommen. Und ich habe jetzt in diese Sprechblase bewusst mal reingeschrieben, KI in Anführungsstrichen. Zum einen ist es so, zu KI gehört natürlich immer noch viel, viel mehr. Es gehört natürlich auch so ein System oben drüber, was im Grunde diese Information weiter verarbeitet im Grunde. Auf der anderen Seite könnte man jetzt auch argumentieren, KI, das habe ich mir irgendwie komplexer vorgestellt. Das muss doch viel mehr sein als jetzt so eine Gerade im Grunde. Ja, klar, es gibt auch sehr viel komplexere Systeme, aber das ist jetzt so eins der einfachsten Beispiele, mit dem man auch so starten würde, wenn man sowas neu lernt im Grunde. Und das sind durchaus so Methodiken, die man einsetzen kann, ne? Also wie gesagt, das ist ein sehr einfacher Ansatz und vielleicht sogar nicht mal die beste Lösung. Aber mir geht es jetzt vor allem an der Stelle darum, einfach aufzuzeigen, wie sowas entsteht. Und wir werden jetzt versuchen, uns im Grunde immer noch ein Stück weit weiter zu hangeln zu schwereren oder etwas komplizierteren Modellen hin zu iterieren. Genau. Weil erstmal würde man sowieso sagen, naja, das Datenset ist sehr breit gestreut. Das ist natürlich eine sehr schlechte Vorhersage. Das sieht man im Grunde ja auch, wenn man jetzt hier einen Datenpunkt eingeben würde. Man würde vermutlich sowas machen wie erstmal die Daten aufteilen. Zum Beispiel in Absolventen mit Hochschulabschluss und in Personen ohne Abschluss. Da würde man dann zum Beispiel zwei Modelle bekommen. Das könnte man sich zum Beispiel vorkommen. Da würde man dann schon mal ein Stück genauer werden. Oder aber man könnte zum Beispiel nochmal eine weitere Untergliederung machen in MINT-Fächer und in übrige Hochschulabschlüsse. Das wäre eventuell auch so eine Möglichkeit. Genau, und da so könnte man jetzt ein bisschen genauer werden, ne? Nur so als Ideengang. Aber ich sage es nochmal, das ist jetzt mit Sicherheit nicht der beste Ansatz. Und wir werden gleich auch noch verstehen, warum dieser Ansatz eigentlich so auch gar nicht richtig gut gewählt ist, beziehungsweise warum das Beispiel auch eigentlich viel komplexer ist. Was sich aber hinter dieser Geradengleichung dann im Grunde verbirgt, ist halt einfach dieses grundlegende Prinzip. Wie kommen wir denn jetzt wirklich zu so einem KI-Modell? Und wir gehen im Grunde immer so vor, dass wir Daten aufteilen in Trainingsdaten und Testdaten. Mit den Trainingsdaten versuchen wir über einen Trainingsalgorithmus ein KI-Modell zu erzeugen, was genau im Grunde diese Aufgabe dann erfüllt. Und mit den Testdaten versuchen wir dann eine Modellevaluation zu machen, also das Modell zu bewerten. Wirklich ganz konkret die Datenpunkte einsetzen, vergleichen, was wäre das eigentliche Ergebnis gewesen und was hat das Modell vorhergesagt. Und genau darüber können wir dann im Grunde auch ableiten, wie gut ist denn unser Modell am Ende. Und wollen wir das vielleicht behalten? Wollen wir es eventuell nochmal versuchen, besser zu machen? Oder wollen wir es eventuell komplett verwerfen? Man sieht das so ein bisschen, 70% Trainingsdaten, 30% Testdaten. Das ist so eine Pi mal Daumen-Regel. So geht man im Grunde vor. Wenn man weniger Daten hat, könnte das auch 80-20 sein beispielsweise. Aber so ganz grob versucht man sich im Grunde so erstmal zu nähern. Naja, und jetzt könnte man halt die Frage stellen, ist denn KI jetzt dann ein Algorithmus? Weil wir haben jetzt gerade gesehen, wir haben einen Trainingsalgorithmus. Ist das dann jetzt ein und dasselbe? Naja, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Wir müssen uns, glaube ich, jetzt erstmal angucken, wie so ein Algorithmus definiert ist. Und natürlich ist es jetzt nicht einfach nur die Erklärung von Programmierern, wenn sie keine Lust haben zu erzählen, was wirklich hinter deren Arbeit steht, sondern ich habe hier halt eben auch ein paar Definitionen mitgebracht. Ich muss aber sagen, das fällt mir bei so einem Algorithmus oder bei dem Begriff Algorithmus deutlich leichter. Man sieht auch direkt Sequence of Well-Defined Instructions, eine eindeutige, endliche Beschreibung eines allgemein endlichen Verfahrens, eine eindeutige Handlungsvorschrift. Ja, also das wisst ihr jetzt als Hörer der Veranstaltung Algorithmen sogar vielleicht noch besser oder könnt ihr noch mehr zu beitragen, aber ich bleibe vor allem bei diesem eindeutigen Handlungsvorschrift. Das hilft mir im Grunde, diesen Begriff doch recht klar zu definieren. Und man könnte jetzt im Grunde hingehen und sagen, naja, dieses Problem, dieses datengetriebene Problem, das kann ich auch algorithmisch lösen. Ja, und da sieht man jetzt im Grunde unten, man müsste so Werte annehmen, wo man sagen würde, für 0 Jahre beispielsweise würde man so und so viel verdienen und so weiter. Ne? Dann macht man das im Grunde für alle Klassen, in Anführungsstrichen, die man so hat. Das funktioniert natürlich und
so mancher würde auch sagen, dieser Trainingsalgorithmus, den kann man doch jetzt im Grunde auch einfach nehmen, um dieses Problem dann algorithmisch zu lösen. Es ist ja ein Algorithmus. Und genau da liegt jetzt im Grunde dieser Unterschied, wenn man so möchte. Weil der Trainingsalgorithmus sorgt im Grunde für die Abstrahierung von so einer Handlungsvorschrift aus den Daten in so ein KI-Modell. Das heißt, in so einem KI-Modell steckt im Grunde ja auch sowas wie eine Handlungsvorschrift, wie so ein algorithmisches Problem quasi drin. Es ist aber am Ende leider, oder was ist leider, es ist am Ende halt einfach nicht dasselbe. Der Unterschied liegt im Grunde darin, ein Algorithmus ist eine klare Handlungsvorschrift, manuell im Grunde durchdekliniert. Endlich bei einem KI-Modell, da ist eine Handlungsvorschrift im Grunde aus Daten erhoben worden. Und Achtung, das sind jetzt meine Worte. Es ist im Grunde eine generalisierende Handlungsvorschrift, zumindest für mich, mit Unschärfe aus Daten. Und um das noch mal einfacher darzulegen, weil ich verstehe auch, dass diese ganzen Begrifflichkeiten auch ein bisschen zu viel sein können, habe ich jetzt mal so ein Kuchenbackbeispiel mitgebracht. Wie wird man da algorithmisch rangehen? Man wird sich ein Rezept schnappen, Mehl, Eier, Zucker, eine Schüssel geben, Zutaten verrühren und so weiter, bis zum letzten Schritt, wo man den Kuchen dann in den Ofen schiebt, 25 Minuten backt und dann ist er fertig. Dann holt man raus, dann ist es abgearbeitet. KI für mich ist, ich gucke Oma 100 Mal beim Backen zu und dann weiß ich, was ich tun muss. Ja, aber genau da liegt halt eben die Krux. Wir werden dann halt eben diese Unschärfe haben, die ich eben auch schon mal so ein bisschen angeteasert habe. Weil ein Fehler ist immer dabei. Egal, was man für eine KI baut, in der Regel hat man immer einen Fehler, den man nachher versucht zu minimieren. Das ist vollkommen klar. Aber trotzdem hat man immer eine gewisse Unschärfe, mit der man halt eben umgehen muss. Was man bei einem Algorithmus aus meiner Sicht jetzt in der Form zumindest eben nicht hat. Und was aber natürlich ein Riesenvorteil ist bei so einem Modell, solange das Grundrauschen der Daten im Grunde gleich bleibt, also sich die Datenbasis statistisch jetzt nicht groß verändert, super, kann ich das Modell immer wieder verwerten. Das heißt, ich muss algorithmisch gar nicht nochmal drüber laufen, sondern ich kann dieses Modell im Grunde direkt anwenden. Und vor allem, wenn wir uns jetzt irgendwie im Bereich Big Data bewegen, wo wir sehr, sehr viele Daten haben und wo wir mit sehr vielen Daten umgehen müssen, dann fällt uns das natürlich deutlich leichter, so ein Modell direkt anzutriggern, die Information quasi direkt beim Modell abzufragen und das Ergebnis zu erhalten. So, jetzt kann ich verstehen, dass einige von euch sagen, diese Gradengleichung, ganz ehrlich, das ist zu einfach. Das kann ich algorithmisch lösen. Dafür brauche ich jetzt im Grunde keine KI anlernen. Und da würde ich absolut recht geben. Ich habe eben gerade auch schon gesagt, das ist jetzt vermutlich auch nicht mal der beste Ansatz, den man hier gewählt hat. Aber es war natürlich jetzt auch erstmal nur ein einführendes Beispiel. Und ich würde mich einfach jetzt nochmal an so einem nächsten Beispiel entlanghangeln, wo man dann auch nochmal ein bisschen genauer sieht, wann KI denn irgendwann wirklich Sinn macht und wie das eventuell auch in anderer Form aussehen kann. Und wir widmen uns jetzt hier einem Beispiel der Klassifikation. Also Klassifikation bedeutet im Grunde, man möchte Datenpunkte einer Klasse zuordnen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, jemand mit 20 Jahren Berufserfahrung möchte einer Klasse zugeordnet werden oder wir müssen einer Klasse zuordnen für ein digitales Problem in irgendeiner Form, zum Beispiel überdurchschnittlich, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Algorithmisch könnte man sich dem lösen, ich mache harte Grenzen und versuche im Grunde einfach nur so eine Linie in das Datenset reinzuziehen und sagen, alles über 17 Jahren ist überdurchschnittlich und gut ist. Und im Grunde ist das auch gar nicht so der schlechteste Ansatz, weil KI ML-basiert würden wir uns ähnlich nähern oder das machen zumindest viele Klassifikatoren, die man so lernen kann. Da würden wir aber vermutlich eher eine Wahrscheinlichkeit berechnen. Also das heißt eine Wahrscheinlichkeit, dass man mit 20 Jahren in die Klasse überdurchschnittlich fallen würde. Das heißt, diese Grenzen, die verschwimmen so ein bisschen im Grunde. Also die sind nicht mehr ganz so hart, sondern man bekommt viel mehr eine Information zurück. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% fällst du in die Klasse überdurchschnittlich und kann dementsprechend dann auch eventuell anders agieren, als wenn man wirklich so harte Grenzen dann hat. Naja, und ich verstehe, wenn der ein oder andere jetzt sagen würde, das kann ich immer noch algorithmisch lösen. Ich kann ja auch die Wahrscheinlichkeit berechnen. Was soll das jetzt? Ne? Aber die Problemstellung ist in der Regel nicht so leicht. Man hat nicht einfach nur so diesen Zusammenhang zwischen Experience und Salary beziehungsweise Erfahrung und Gehalt, sondern das Beispiel wird ja viel, viel breiter. Die Erfahrung zusammen mit dem entsprechenden Hochschulabschluss beispielsweise, der bestimmt das Gehalt. Dann kommt es auch noch darauf an, was man genau studiert hat, ob man eventuell im Tech-Bereich, also bei Google arbeitet oder in der Pharmaindustrie bei Bayer. Das ist natürlich irgendwie noch ein Riesenunterschied. Und dann gibt es ja auch immer noch so diesen einen,
der mit Politikwissenschaft oder mit einem Bachelor in Politikwissenschaften deutlich mehr verdient als alle anderen. Naja, vielleicht arbeitet der aber auch in der Regierung von den Vereinigten Staaten und hat vorher in Harvard studiert. Das sind alles so Zusammenhänge, die muss man erstmal schaffen, algorithmisch abzubilden. Das funktioniert ab einer gewissen Komplexität halt eben einfach nicht mehr. Das heißt, so ein Statement, das würde sich ja unendlich weit aufblähen. Und dann müsste ja sowieso auch erstmal alle Permutationen im Grunde durchgehen. Und da ist irgendwann eine Grenze erreicht, da kommt man nicht mehr weiter. Und da will man einfach genau das. Man will einen Vektor mit Informationen an ein KI-Modell übergeben und nachher eine Wahrscheinlichkeit dazu rausbekommen, wie wahrscheinlich ist das, dass ich überdurchschnittlich viel Gehalt verdiene. So, und ich kann verstehen, wenn jetzt immer noch gesagt wird, boah, ich weiß nicht, das kann ich trotzdem algorithmisch lösen, in irgendeiner Form, verstehe ich. Wenn wir aber spätestens zu dieser Komplexität kommen, zum Beispiel Bilddaten klassifizieren zu können oder klassifizieren zu wollen, spätestens dann ist so eine Komplexität erreicht, da kommt man algorithmisch halt irgendwann nicht mehr weiter. Es gibt natürlich Bildverarbeitungsalgorithmen, Objekterkennung, Bounding Box drum machen beispielsweise oder so, funktioniert wunderbar, kann man auch wunderbar algorithmisch lösen. Aber wirklich zu interpretieren, was ist auf diesem Bild drauf? Es gibt unterschiedliche Perspektiven von Bildern, unterschiedliche Beleuchtungen, unterschiedliche Winkel in Europa, in Asien, in Amerika gibt es Hunde, keine Ahnung, alles Mögliche. Ne? Also das heißt, diese Vielfalt ist einfach so groß, dass man da irgendwann algorithmisch einfach eben nicht mehr weiterkommt. Und nur vielleicht nochmal kurz als Ergänzung, wie sowas dann halt wirklich funktioniert. Da würde man bei so einer Klassifikation beispielsweise neuronale Netze einsetzen oder in der Regel gibt es da ganz gute Verfahren, die im Grunde eigenständig Merkmale in so einem Bild identifizieren können bei einem Training. Und was braucht man dafür? Das sind gelabelte Bilddaten. Das heißt, man braucht Bilddaten, die eine Information haben. Was ist da jetzt genau drauf zu sehen? Und manche Verfahren benötigen sogar die Information, wo ist das genau zu sehen? Und dadurch ergibt sich halt ein neuronales Netz. Ein neuronales Netz ist so ein bisschen dem menschlichen Denken nachempfunden, dass man versucht, verschiedene Neuronen so miteinander zu verknüpfen, dass halt bei einer bestimmten Eingabe eine bestimmte Ausgabe erfolgt. Und es sind dann zum Beispiel bei Bilddaten mit einem Hund drauf, kommt dann eben halt die Information Hund dann eben dabei raus. Das ist jetzt erstmal so ganz allgemein gehalten, weil normalerweise würde man ja in der Regel keine normalen neuronalen Netze verwenden, sondern es gibt sowas wie Convolutional Neural Networks, die sind sehr gut bei so Bilddaten oder bei der Klassifikation von Bilddaten beispielsweise. Da will ich jetzt aber einfach nicht zu tief einsteigen, weil das wird den Rahmen dann tatsächlich auch am Ende sprengen. Man kann sich vorstellen, dass aber so ein neuronales Netz auch ebenfalls eine Komplexität aufweist, die man selbst vielleicht so gar nicht mehr beherrscht, beziehungsweise wo man zumindest im Inneren gar nicht mehr so ganz genau versteht, was läuft denn da eigentlich ganz genau ab. Und es ist nicht verwunderlich, dass man so neuronale Netze in die sogenannten Blackbox-Modelle einordnen würde oder in die Klasse von Blackbox-Modellen einordnen würde. Das heißt, da ist zum Teil dann gar nicht mehr so richtig verständlich, wie eine bestimmte Ausgabe zustande kommt, also warum bei einer bestimmten Eingabe eine bestimmte Ausgabe zustande kommt. Auf der anderen Seite, und die haben wir im Grunde auch schon gesehen, und deswegen haben die auch ihre Berechtigung, also diese Gradengleichung im Grunde, die würde man zum Beispiel so in diesem Bereich der Whitebox-Modelle einordnen. Warum? Das sind statistische Zusammenhänge, die man ganz klar beschreiben kann. Und da weiß man relativ genau, bei einer bestimmten Eingabe X kommt halt eben auch eine bestimmte Information Y dabei raus. Und deswegen, die sind halt durchsichtig, da weiß man ganz genau, was passiert. Dann ergibt sich halt eben im Grunde auch noch ganz, ganz viel dazwischen, zwischen Blackbox- und Whitebox-Modellen, die einen Anteil an weniger durchsichtigen Ansätzen haben, aber eben auch zum Teil relativ klar ist, was da genau im Inneren so vor sich geht, ohne das jetzt nicht zu tief zu legen. Aber so kann man so ein bisschen diese Eingliederung am Ende versuchen. Genau. Jetzt die Frage, also in so einem KI-Vertrag darf ein Bild von Matrix ja nicht fehlen. Ne? Also ich weiß nicht, viele von euch kennen den Film gar nicht. Anfang der 2000er gab es den Film, da ging es im Grunde auch um so, ja doch, viel künstliche Intelligenz einfach. Also was will ich hiermit sagen? Sagt man jetzt im Grunde, ich habe Daten, dann nehme ich künstliche Intelligenz und für alles andere nehme ich Algorithmen. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, denn dieser Trainingsalgorithmus, der ist ja ein Algorithmus und das ist halt auch eben ein
eine endliche Handlungsvorschrift, die da im Grunde durchläuft, die halt diese Handlungsvorschrift einer KI dann im Grunde extrahiert aus diesen Daten. Und natürlich sind das Algorithmen. Ja? Nur die KI als solches ist halt eben diese Handlungsvorschrift auf Basis von Daten, die halt diese gewisse Unschärfe am Ende dann erhält. Also hinter so einer KI, das habe ich jetzt hier versucht, nochmal so ein bisschen anzudeuten, steckt im Grunde immer so eine mathematische Vorschrift, die bei einer bestimmten Ausgabe eine bestimmte Ausgabe erzeugt. Und dieser Trainingsalgorithmus sorgt im Grunde dafür, dass es nachher dann auch wirklich so zusammenpasst, wie es dann eben sein soll. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele von euch überlegen, naja, wann nutzt man denn jetzt KI? Wann gibt es denn jetzt so ein hartes Kriterium, wenn man sagt, ich möchte jetzt eine KI bauen, jetzt macht das Sinn? Und ich muss leider sagen, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es gibt natürlich immer so ein Für und Wider, wann man was im Grunde halt macht, aber ich versuche das mal so ein bisschen nochmal runterzubrechen oder so eine Einordnung zu machen, so wie ich das zumindest sehe. Wir haben eben definiert aus den Definitionen, die ich auf der, ich glaube, dritten oder vierten Folie hatte, genau, dass KI im Grunde intelligenter sein soll, mehr intelligent sein soll, eine Aufgabe durchführen soll, wie ein Mensch agieren soll ein Stück weit. Naja, und das ist für mich Entscheidungen treffen. Ja? Also man setzt KI dann ein, wenn man im Grunde auf bestimmten Eingaben, auf bestimmten Risiken aus einer gewissen Perspektive eine Entscheidung treffen möchte. Man darf jetzt hier nicht verwirren lassen, das ist ein Bild, das ist eigentlich Decision Making for Product Managers, also das ist im Grunde eher sowas, businessmäßige oder ein Business-Problem, wenn man so möchte. Aber ich finde, das passt jetzt für KI im Grunde genauso. Ja? Man versucht, Entscheidungen zu treffen auf bestimmten Annahmen, auf bestimmten Informationen, die man hat. Und das vor allem schnell. Das Modell ist fertig und ich brauche schnell eine Entscheidung. Und ganz wichtig, immer dann kann ich KI einsetzen, wenn Fehler tolerierbar sind, beziehungsweise wenn ich weiß, wie ich mit diesen Fehlern umgehen soll. Da kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer darauf zu sprechen, was Fehler tolerierbar bedeutet und wann das eben halt auch nicht der Fall sein kann. Also wenn ich eben auf solche Fehler oder mit solchen Fehlern halt einfach, oder es gibt Situationen, wo ich einfach keine Fehler haben darf, so viel mehr. Ich finde immer wichtig zu betonen, bei KI geht es nicht immer nur um Roboter. Ich habe das eingangs schon so ein bisschen erwähnt und da habe ich ja im Grunde auch dieses Bild gezeigt. Es geht nicht immer darum, dass Roboter eigenständig durch die Küche marschiert und ich weiß nicht, wie gesagt, Kaffeekotz putzt, unterstützt, was auch immer. Das ist nicht immer KI und es ist eben auch ganz, ganz wichtig aufzuzeigen, KI ist halt auch nicht immer gut. Das funktioniert halt auch nicht immer gut. Und ich möchte jetzt nochmal so zwei Beispiele zeigen, wo man ganz gut sieht, woran das halt einfach eben liegt. Na, zum einen kann man natürlich versuchen, so eine KI zu überlisten. Also ich finde, das ist ein nicht ganz faires Beispiel, weil ihr kennt alle die Gesichtserkennung auf dem Handy beispielsweise. Und da versucht man ja im Grunde, so eine KI beizubringen, wie sieht mein Gesicht aus, damit ich das entsperren kann. Da gibt es dann verschiedene Parameter, die man im Grunde betrachtet, die man dann immer wieder neu berechnet und aufgrund der man weiß im Grunde, okay, das ist jetzt die Person, das ist das Gesicht. Das muss jetzt nicht immer dieser Ansatz sein, aber das ist so ein gängiges Beispiel im Grunde. Und mit dieser Maske, die dieser YouTuber jetzt angefertigt hat, der versucht ja ganz bewusst proaktiv diese KI hinters Licht zu führen, wenn man so möchte. Also das muss man jetzt auch nicht negativer bewerten als nötig, aber ich finde, es ist offensichtlich, dass es funktioniert. Ne? Darauf ist die KI ja im Grunde angelernt, deswegen vielleicht nicht das beste Beispiel, aber solche Möglichkeiten gibt es natürlich. Ein Beispiel, was ich viel schöner finde, ist und was ich halt immer gerne zeige, ist der Recruiting-Prozess von Amazon, beziehungsweise der Recruiting-Prozess, wie er einmal war. Denn Amazon hat versucht, eine Zeit lang neue Bewerbungen anhand von einem AI bzw. KI-Modell, sorry, dass jetzt hier AI steht, von einem KI-Modell zu bewerten und die Top-Talente zu identifizieren. Dann ist aber irgendwann aufgefallen, dass diese Top-Talente, die KI vorhergesagt hat, alles Männer waren. Und das hatte einen ganz profanen Grund, denn alle Trainingsdaten, die verwendet wurden, waren zum Großteil männliche Bewerber.
Und das, genau solche Problemstellungen, die muss man natürlich im Blick haben, wenn man mit KI umgeht, wenn man KI entwickeln möchte, wenn man mit Machine Learning umgeht. Und das kann ich nicht häufig genug sagen, Garbage in, Garbage out. Wenn man Mist in ein KI-Modell reinsteckt, dann kommt nachher dann auch Mist dabei raus. Ja? Also das klingt zwar recht profan, aber so ist es halt einfach. Die Datengrundlage, das ist das, auf der die KI dann am Ende fußt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen und nachher dann eben auch zu wissen, den Inhalt seiner Daten muss man kennen. Bei diesem Amazon-Beispiel, was ist da passiert? Die haben mit Daten trainiert, 2012 meine ich, bitte nicht darauf festlegen, aber es ist so in dem Zeitraum gewesen, da haben die so einen Datensatz dann im Grunde identifiziert und gesagt, damit gehen wir jetzt ins Training. Und das waren halt alles nur Männer. Warum? Weil sich vor einem bestimmten Zeitpunkt, 2012 oder eher, sehr, sehr viele Männer vor allem auf technische Berufe bei Amazon beworben haben. Das hat sich dann aber irgendwann geändert und ab 2012 aufwärts haben sich viel, viel mehr Frauen beworben. Und das wurde dann natürlich nachher von dem AI-Modell dann in der Form einfach nicht umgesetzt. Und genau solche Sachen, das muss man dann natürlich wissen, beziehungsweise man muss auf dem Schirm haben, wie verhält sich meine Datenbasis, wie verändert sich meine Datenbasis. Das sind alles so Sachen, die tragen dazu bei, ob sowas gut funktioniert, also so eine KI wirklich gut funktioniert oder halt eben nicht. Und die Quelle für Fehler muss halt ebenfalls bekannt sein. Als Data Scientist verbringe ich 80% meiner Arbeitszeit damit, Daten aufzuräumen, Daten zu säubern, Daten so aufzubereiten, dass wir sie halt auch wirklich zum Training nutzen können und so weiter und so fort. Und das geht nicht nur mir so, das geht ganz, ganz vielen anderen Kollegen halt eben auch so. Und der Klassiker bei so fehlerhaften Daten im Grunde oder für so Fehlerquellen vielmehr ist falsch gelabelte Daten. Dann steht dann halt irgendwie zum Beispiel an Bilddaten ein komplett anderes Label, als es eigentlich ist. Und wenn man so natürlich dann in das Training geht, versucht, so eine KI durch einen Trainingsalgorithmus anzulernen, das funktioniert dann natürlich nicht. Oder dadurch wird das Modell dann auf jeden Fall deutlich, deutlich schlechter. Der nächste Klassiker, wenn man so möchte, ist, man hat gar keine Daten. Also ich kann mittlerweile schon nicht mehr zählen, wie viele Use Cases nicht umgesetzt werden konnten, weil einfach keine passenden Daten zur Verfügung standen, um diesen Use Case KI-basiert, ML-basiert so umzusetzen. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil Daten sammeln ist teuer. Auch Daten aufbereiten ist teuer. Das kostet super viel Zeit und hindert uns natürlich daran, vielleicht ja, andere Dinge zu machen. Also oder an anderen AI-Use-Cases beispielsweise zu arbeiten. Ich muss aber sagen, ganz wichtig, weil ich habe jetzt viel gemosert über KI. Ich habe versucht, das irgendwie so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken, was ich aber auch ganz wichtig finde. Was aber eben auch dazu gehört ist, wenn Daten da sind, wenn man die richtigen Methodiken anwendet, dann ist KI wirklich beeindruckend. Das muss man halt einfach mal sagen. Ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, DeepL, das ist ein Übersetzer, ähnlich wie Google Translator von Deutsch nach Englisch beispielsweise. Und man kann sich mal diesen zweiten Satz angucken. Kraut und Rüben, also grammatikalisch eigentlich nicht vertretbar. Die KI kriegt das aber trotzdem hin, einen halbwegs geraden englischen Satz daraus zu machen. Und das ist halt der absolute Wahnsinn, dass im Grunde Maschinen falsche Sätze dann einfach komplett richtig korrigiert und daraus dann super Englisch macht. Also das finde ich einen tollen Übersetzer, kann jeder mal ausprobieren, der ist frei verfügbar. Wirklich ein extrem schönes KI-Beispiel. Als alter BMW-Fan darf natürlich ein BMW-Beispiel nicht fehlen, um daran aber auch noch mehrere Aspekte klar zu machen. Autonomes Fahren. Das heißt, ein Auto fährt eigenständig durch die ganze Welt, beachtet alle Regeln, die es so gibt und macht das möglichst sogar fehlerfrei. Das ist eine Komplexität, die ist deutlich, deutlich komplexer als jetzt beispielsweise diesen Übersetzer, den ich gezeigt habe. Deutlich komplexer als auch dieses reine Klassifizieren von Bildern und so weiter. Und es kommt natürlich mit einem bestimmten Preis. BMW hat bis 2021 500 Millionen Testkilometer gefahren. Das sind über 12.000 Mal um die Erde fahren. Und bei jeder Fahrt von ungefähr 8 Stunden fallen, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber mehrere Terabyte an Daten an. Warum? Weil natürlich auch alles aufgenommen wird. Von, ich weiß nicht, der Drehzahl, Reifen, Kamerabilder vom ganzen Verlauf, unterschiedlichste Sensoren und so weiter.
das sind massiv viele Daten und die müssen zum einen irgendwo gespeichert werden. Das heißt, man braucht ein Rechenzentrum, was damit auch wirklich umgehen kann. Und wenn man so eine KI erzeugen will, dann muss man natürlich sich darauf einstellen, dass man auch enorme Rechenkapazitäten braucht, um diese Daten zu verarbeiten und diese Trainingsalgorithmen über alle Daten drüber laufen zu lassen. Ihr habt jetzt in der Vorlesung vermutlich auch schon die O-Notation kennengelernt und so weiter. Das heißt, damit berechnet man ja im Grunde so eine gewisse Komplexität, zum Beispiel für Sortieralgorithmen. Und da kann man sich jetzt mal vorstellen, was das bedeutet, wenn man Petabyte an Daten im Grunde jedes Mal einzeln anfassen muss, mit in dieses Training einfließen lassen muss. Es ist eine Komplexität, die unglaublich viel Rechenleistung benötigt und das kostet natürlich auch wirklich bares Geld einfach. Und das darf man halt an der Stelle nicht vergessen. Allein schon der Aufwand, quasi 12.000 Mal um die Erde zu fahren, ist natürlich Wahnsinn. Ne? Genau. Man kann aber natürlich auch klein anfangen. Und das ist halt eben auch so eine Message. Das heißt, man kann natürlich versuchen, sofort durch den Straßenverkehr fahren zu können. Und das können ja auch schon einige Unternehmen. Und ich muss auch sagen, bei BMW klappt das, soweit ich weiß, auch sehr, sehr gut schon. Und auch bei Mercedes und so weiter. Man kann aber natürlich das Szenario auch einfach ein bisschen kleiner abstecken. Das hier sind jetzt die Berliner Verkehrsbetriebe. Ich glaube, es gibt aber auch auf verschiedensten Flughäfen so autonome kleine Fahrzeuge, die im Grunde automatisch von A oder autonom von A nach B fahren und die Leute im Grunde mitnehmen. Da ist aber im Grunde dieses Szenario auch deutlich weniger komplex. Warum? Man muss nicht so viele Verkehrsregeln beachten. Da sind vielleicht keine Menschen auf der Straße. Kinder mit spielenden Bällen gibt es vielleicht in der Form dann halt eben nicht. Also das heißt, so bei sowas wird das natürlich auch viel, viel schneller umsetzbar sein. Und genau, also man muss immer so ein bisschen verstehen, wie groß ist denn jetzt mein Szenario am Ende. Das letzte Beispiel, was ich mitgebracht habe, weil dann versuche ich nämlich auch nochmal so ein bisschen so den Schwenk zu den Algorithmen zu machen. AlphaGo ist im Grunde eine KI von Google und noch einem weiteren Unternehmen, das weiß ich gerade alle, aber ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. AlphaGo oder beziehungsweise Go ist ein Spiel, das sieht man im Grunde hier. Ich beherrsche das selber nicht, muss ich ehrlich zugeben. Man kann sich aber vorstellen, bei diesem Brett mit so vielen Steinen, unglaublich viele Möglichkeiten, Spielzüge zu machen. Und es gibt diesen Weltmeister, den sieht man da rechts, und der hat sich im Grunde der Aufgabe angenommen, die KI von Google zu schlagen, wenn man so möchte. Und hat er nicht geschafft, bei weitem nicht. Und man sieht jetzt auch die Zeiten, die Kontrahenten dann im Grunde gebraucht haben, um ihre Spielzüge durchzuführen. Und die KI war halt um ein Vielfaches schneller. So, ist das jetzt fair? Weiß ich nicht, da war ein Großrechner dahinter, der im Grunde dann alles so konnte. Eine Sache soll aber an der Stelle dann nochmal deutlich werden. Man könnte auch hier jetzt sagen, wir haben doch eben gehört, Algorithmen, das ist so klar definiert, ne? Und man könnte jetzt ja sagen, ich darf einen bestimmten Move machen, ich darf eine bestimmte Bewegung machen, das kann ich doch algorithmisch jetzt im Grunde ablösen. Ja, aber KI geht darüber hinaus. KI hat im Grunde für jede mögliche Situation, schon alle weiteren Situationen vorberechnet und weiß ganz genau, das ist für mich jetzt vermutlich die beste Option. Das heißt, da steckt so viel Intelligenz am Ende nachher drin. Ja? Jede Situation ist im Grunde kann von so einer KI abgedeckt werden. Und wie gesagt, nicht nur die aktuelle Ad-Hoc-Situation, sondern auch alle weiteren Situationen darüber hinaus. Und auf Grundlage dessen kann man dann zum Beispiel halt eben eine Strategie festlegen, wo ich mich so rein algorithmisch extrem schwer tun würde. So, jetzt wird es aber ganz, ganz wichtig. Die ganz, ganz wichtige Info ist, es macht auch nicht immer Sinn, KI einzusetzen. Also das ist ein Hype, das ist spannend, das ist interessant. Auf jeden Fall gebe ich absolut recht und mir macht das auch sehr viel Spaß, mit solchen Methodiken zu arbeiten, mit solchen großen Datenmengen zu arbeiten und da halt irgendwie ja, in gewisser Weise Intelligenz rauszuziehen. Wobei Intelligenz ist ein starkes Wort, da komme ich gleich auch nochmal kurz zu. Und es gibt einfach Beispiele, wo so eine AI oder so eine KI einfach eben keinen Sinn macht. Und das ist für mich immer dann, also es gibt noch weitere Gründe, wem gleich was einfällt, gerne teilen.
Aber für mich ist das vor allem immer dann der Fall, wenn Fehler, Unschärfe nicht tolerierbar ist. Und Flugzeug, Luftfahrtverkehr ist da für mich der absolute Klassiker. Da darf nichts schiefgehen. Das heißt, da werden ja auch irgendwelche Sensorwerte überwacht. Da werden bestimmte Motor-, Flügel-, Klappenstellungen, was auch immer überwacht. Und das ist aus meiner Sicht ein Szenario, da darf nichts schiefgehen. Da würde ich mit so einer KI, würde ich mich da sehr schwer tun, die dann wirklich für so eine Regulierung einzusetzen. Und ganz grundsätzlich geht es auch immer darum, wenn eine Umgebung bestmöglich reguliert werden muss, dann ist aus meiner Sicht kein Platz für Fehler. Und dann ist aus meiner Sicht dann auch kein Platz für KI. Ich habe es zwar schon gesagt, es gibt oder man versucht ja im Grunde den Fehler von so einer KI immer zu minimieren, ganz weg oder von diesem Fehler kommt man am Ende aber eben nicht. Und ich finde vor allem, wenn für so eine Aufgabe eine bestimmbare Komplexität vorliegt, spätestens dann sollte man sich wirklich tunlichst überlegen, kann ich nicht besser einen Algorithmus einsetzen? Und hier geht es jetzt bei Komplexität nicht zwangsläufig nur um, die DO-Notation quasi, sondern da geht es vielmehr darum, wie viele Fälle habe ich denn, die ich so absichern muss? Wie viele Fälle können denn eintreten? Das steckt vielmehr hinter diesem Begriff Komplexität. Und da, für mich ist dann, wenn es klar absteckbar ist, eine KI in der Regel die zweite Wahl. Des Weiteren, wenn ich eine bestimmte Effizienz zu erwarten habe, Beispiel Sortieralgorithmen, da liegt eine ganz klare Regel im Grunde vor, wie nachher diese Reihe aussehen soll, die ich da sortieren möchte. Also von 0, 1, 2 und so weiter positiv aufsteigen. Und es gibt so effiziente Algorithmen zum Sortieren. Warum soll ich da eine KI einsetzen? Warum soll ich hunderttausende Datensätze sammeln, je nachdem, wie lang auch so eine Reihe ist, die dann aus Daten lernt, wie ich was zu sortieren habe, wenn ich doch im Grunde eine klare Handlungsvorschrift im Grunde selber definieren kann, und die vor allem viel, viel effizienter ist als nachher das Training von der KI beispielsweise. Und es gibt noch einen wesentlichen weiteren Grund, wenn Erklärbarkeit notwendig ist. Und das kriege ich mit KI zum Teil einfach eben nicht hin. Ich habe das schon gesagt, so Blackbox-Modelle, da gibt es jetzt auch mittlerweile Ansätze, um im Grunde so eine KI immer erklärbarer zu machen, das ist einfach noch nicht so weit, dass man wirklich alles im Grunde damit erklären kann, dass man immer eine zufriedenstellende Aussage im Grunde bekommt. Und es gibt halt manchmal einfach so Beispiele wie jetzt hier kürzester Weg, ne, von München nach Frankfurt beispielsweise Dijkstra. Das ist nicht nur effizient, das ist dann vielleicht aber auch eine Information oder da steckt dann einfach bei dieser Abarbeitung Informationen drin, die ich dann aber vielleicht auch brauche. Wo fahre ich jetzt genau her? Wie viele Kilometer sind das dann am Ende? Und da tut sich KI halt manchmal eben auch extrem schwer. Und da würde ich dann halt im Grunde auch immer versuchen, auf solche Algorithmen zurückzugreifen. Also ich komme jetzt langsam auch schon mal so ein bisschen zum Fazit. Dann haben wir eventuell noch Zeit, ein paar Fragen zu beantworten oder auch noch eine Diskussion zu führen, je nachdem. Ich habe das Bild eben schon mal gezeigt. Was mache ich denn jetzt? Daten auf der einen Seite, Algorithmen auf der anderen Seite. Immer wenn ich Daten habe, nutze ich KI. Nee, ganz so leicht ist es natürlich nicht. Denn alles muss man bewerten, alles muss man vom Anwendungsfall am Ende eben auch abhängig machen und von den ganzen Kriterien, die ich jetzt im Grunde auch gerade schon genannt habe. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, don't trust the hype. Ja? Also KI kann einfach extrem komplex sein, kann ungenau sein und kann teuer sein, vor allem, wenn man im Grunde Daten sammeln muss. Wenn keine Daten zur Verfügung stehen und man muss im Grunde erstmal bei Null loslaufen, dann gibt es nichts Teureres bzw. Aufwendigeres am Ende auch, diese Daten zu erzeugen, irgendwo herzubekommen, je nach Anwendungsfall. Man darf sich das gerne nochmal an diesem Bildklassifizierung oder dieser Bildklassifikation vorstellen. Und das Leid haben wir auch. Dieses Essen, was man in den Backofen schiebt, da hatten wir vorher keine Bilddaten mit der Information, was ist jetzt tatsächlich auf diesem Bild drauf. Und das musste selber erzeugt werden. Da saßen Personen oder sitzen auch immer noch Personen daran, um sich Bilder anzugucken, Label dran zu schreiben und zu sagen, ich weiß jetzt, das und das ist auf dem Bild zu sehen und mache ein entsprechendes Label dafür. Und Riesenherausforderung. Und das ist in der Regel auch was KI halt eben einfach so teuer und so aufwendig macht.
So, und jetzt kommen wir doch mal zum Thema Intelligenz. Ich habe erst vor kurzem diesen Artikel hier gelesen von Emily Tucker. Das ist eine Professorin in Georgetown, glaube ich. Und die ist irgendwie Director von einem Think Tank in Amerika, die sich irgendwie über ganz viele unterschiedliche Sachen Gedanken machen, unter anderem eben auch künstliche Intelligenz. Und die versteht künstliche Intelligenz so als Schirm, also Umbrella, Regenschirm, im Grunde als Schirm, als Überbegriff im Grunde für Ansätze, die einfach mit ganz, ganz viel Rechenleistung und ganz, ganz viel Daten irgendwie versuchen, so eine Intelligenz zu imitieren, wenn man so möchte. Ich komme jetzt auch nochmal, weil das wird hier in dem Begriff auch oder in dem Artikel auch beschrieben, die geht auch so ein bisschen von diesem Imitation Game von Alan Turing aus, worum es darum geht, irgendwie, hey, ich möchte jetzt entscheiden, ist das eine Maschine oder ist das beispielsweise ein Mensch? Und Alan Turing ist irgendwann davon ausgegangen, dass man im Grunde früher oder später dazu hinkommt, dass wir die Rechenleistung haben, sowas dann wirklich zu ermöglichen. Und für sie ist es genau das, nur Rechenleistung, nicht mehr. Wir versuchen im Grunde gar nicht mehr mit neuen intelligenten Verfahren im Grunde jetzt diesen Bereich künstliche Intelligenz deutlich besser zu machen, sondern im Grunde einfach nur noch mehr Daten und noch mehr Maschinenpower zu nehmen, um halt bestimmte Aufgaben zu lösen. Und ich muss ja fast auch ein bisschen recht geben. Ne? Also das ist ja auch das, was wir jetzt gerade im Grunde machen. Wir versuchen, aus vielen Daten eine Problemstellung zu lösen. Ich würde nicht überall recht geben, weil da wird jetzt die Diskussion geführt, naja, darf jetzt maschinelles Lernen überhaupt maschinelles Lernen heißen, darf künstliche Intelligenz heißen und so weiter. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber an einer Stelle ist jetzt natürlich was dran. Wie werden jetzt tatsächlich unsere KI-Modelle gerade gemacht? Mit vielen Daten, mit viel Rechenleistung. Und das hat natürlich jetzt mit diesem Grundwort Intelligenz, glaube ich, nur bedingt was zu tun. Und das wären dann im Grunde eher so diese nächsten Ausbaustufen, die dann vielleicht früher oder später dann noch irgendwie kommen. Ganz, ganz wichtig, finde ich, ist immer zu sagen, KI entsteht nicht einfach so. Das ist extrem viel Arbeit. Und da stecken auch sehr viele Menschen in der Regel dahinter, zum Beispiel halt KI-Experten oder Expertinnen, genauso wie Domain-Experten und Expertinnen. Also das heißt, die sich wirklich in diesem Anwendungsbereich gut auskennen. Einmal auf der KI-Seite, dann aber eben auch beispielsweise im Smart-Home-Sektor oder so oder in der Automobilindustrie. KI funktioniert nicht einfach so. Also man kann nicht einfach nur Daten irgendwo reinschieben und am Ende kommt ein super KI-Modell dabei raus. Also das heißt, es ist noch ganz viel menschliche Intelligenz dafür verantwortlich, dass sowas jetzt aktuell passiert. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Naja, und vielleicht so als abschließendes Wort nochmal. Aktuell ist es halt eben einfach noch so, KI lernt durch Algorithmen und nicht umgekehrt. Ja, also das heißt, Trainingsalgorithmen sind dafür verantwortlich, dass so eine KI entsteht, dass wir im Grunde aus Daten eine Handlungsvorschrift erzeugen und halt eben nicht umgekehrt, zumindest aktuell. Vielleicht gibt es dann halt tatsächlich irgendwann selbstdenkende künstliche Intelligenzen, die bessere Algorithmen schreiben wie wir, das weiß ich nicht. Aber ja, das ist aktuell dann halt eben noch nicht der Fall. Genau, so 55 Minuten, ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit. Ich bin offen für Fragen und ja, und auch offen für Diskussion natürlich. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für diesen wunderschönen Überblick. Genau, ich würde es jetzt so machen, ich würde die Aufzeichnung jetzt stoppen, dass auch keiner gehemmt sein muss, irgendwelche Fragen zu stellen. Also ich stoppe das mal.